heute haben wir schon Dienstag und Viana, also das spanische Wien, gerade verlassen. Heute soll es bis Navarrete gehen, das sind 21 Kilometer. Da aber das Hundchen irgendwie heute früh ein bisschen traurig und schlapp geguckt hat, müssen wir mal schauen, ob wir tatsächlich so weit laufen. Oder vorher schon Halt machen. Wir sind etwas früher unterwegs, um die kühlen Morgenstunden jetzt noch auszunutzen, weil es mittags schon wirklich warm jetzt ist. Und da leidet der Hund dann darunter. Kommen wir auch nicht mehr gut voran, weil wir viele Trinkpausen machen. Je nachdem, also manchmal sind ja auch schöne schattige Strecken da. Gestern war das nicht der Fall, da wir ja einen größeren Teil über die Autobahn gelaufen sind oder an der Autobahn gelaufen sind. Ja, dann schauen wir mal, was uns der heutige Tag so bringt. Wir hatten gerade eine Hundebegegnung. Vielleicht kann man die hinten noch sehen. Zwei große, ein kleiner. Ein großer war ziemlich aggressiv. Den hat sie dann aber an die Leine genommen. Insofern war der kein Problem. Und der andere, Ella, der raste immer auf uns wieder zu, weil er an den Teddy ran wollte. Aber wir haben das beide ganz gut hingekriegt. Mit Stock und Schreien ist er dann immer wieder zurück. Und kam er wieder und dann hat sie versucht, ihn zurückzurufen. Und ich bin wieder mit dem Stock in Einsatz gegangen. Naja, die waren aber sehr nett, sind dann ins Getreidefeld und haben uns vorbeiziehen lassen. Ja, solche Überraschungen gibt es auch. Schön ist halt, wenn die Herrchen bzw. Frauchen dabei sind, weil die passen dann schon auf. Nach einer Woche Camino merkt man, dass die Stimmung nicht mehr ganz so euphorisch ist. Man sieht viel mehr Leute jetzt alleine laufen und nicht mehr in Gruppen. Und es sind auch nicht mehr alle so überschwänglich gut gelaunt. Insofern beruhigt sich das auch ein wenig. Also wir gehen jetzt erstmal bis Logroño, da sind noch 6,5 Kilometer und da gibt es Frühstück. Und dann haben wir schon einen ganz guten Batzen geschafft. Jetzt kommt ein hübscher Wald. Guck, da gibt es wieder viel zu riechen. Das sieht man an Teddys Kopfstellung, dass er sehr gespannt ist. Hola! Gracias! So, da vorne taucht jetzt gerade Logroño auf. Dort gibt es unser Frühstück. Dann haben wir schon 9 Kilometer und brauchen nur noch 13. Sehr schön.
Hund auf den Wagen. Die Kirche ist auch offen. Nur und die Cafés haben noch nicht offen. Das ist echt eine Sauerei. So, da sind sie, die Pilger. Gracias. Venga, el camino. Gracias. Bonito. El camino es un tiempo, ¿eh? Sí. Hala, buen camino. Muchas gracias. Perrita. Ay, qué bonito. Un poco cansado. Sí, claro. Está cansado, ¿no? Ah, ya, un poco, sí, sí. ¿Verdad? ¿Y tiene peces? Peces, sí. ¿Sí? Ah, bien. Hueles, hueles, ¿eh? Aquí está, aquí está. Ay, qué bonito. Hasta luego, chao. Letzte große Rast für heute. Wir haben hier einen tollen Brunnen gefunden, in dem bedienen wir uns gerade. Mr. Mini hat gerade einen Kauknochen gehabt. Ja, es hat sich herausgestellt, dass es einfacher und besser ist, nicht alle 3 Kilometer Rast zu machen, weil da muss jedes Mal der Rucksack runter. Ich habe jetzt meinen faltbaren Rucksack mit einem großen dran und da 1 Liter Wasser. Das fülle ich immer wieder am Brunnen auf und kann das kurz rausziehen und den Hund trinken lassen. Und ihm geht's
super heute dabei. Viel zu warm heute, müssen wir lieber noch eine Pause machen. Aber da oben ist schon das Dorf, wo wir hin müssen. Also das sind noch 500 Meter. Dann sind wir da. Aber die Landschaft hier ist echt hübsch. Wir sind unter anderem schon in Rioja, der Weinanbauregion Spaniens, La Rioja. Und wir sind jetzt die letzte Stunde echt nur in der Hitze gelaufen. Ich habe schon den Regenschirm, Sonnenschirm, wo ist er? Ach, da, aufgespannt, damit Teddy ein bisschen Schatten hat. Aber wir müssen wahrscheinlich noch früher los.